Jawohl. Gut. Dann hier unten, Kitty Kingdom. Ob ich da hinkomme, wo ich hin will? Haha. Schauen wir mal. Sonst muss ich mich irgendwie in der Nähe dort porten. Aber ich fürchte, es geht sich in diesem. Na wohl, scheiß drauf. Ich mache den Bart, egal wie lang der jetzt wird. Das machen wir jetzt fertig. So. Keine Widerrede. Da vorne, schau, da zeigt es mir noch an. Glaube ich. Glaube ich. Och, du Heilige, wo komme ich denn da raus? Ich hab's gewusst, ich hätte da hinlaufen sollen. Ist wurscht, ich renne da jetzt trotzdem hin. Oder ich hätte lieber vielleicht doch nicht. Dreck, verdammter, echt. Hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Komme ich da rüber? Nope. Dann halt eben so. Irgendwo da vorne, ne? Dann komme ich da. Ich will da rauf. Frage ist jetzt nur wieder, wie wir da raufkommen tun. Warte mal. Vielleicht ist es hier irgendwo. Oder vielleicht auch nicht. Es könnte halt auch. Wow. Es könnte halt auch da unten irgendwie sein, ne? Da war wohl jemand gerade auf dem Klo. Ich glaube da unten. Ich denke mir mal da unten irgendwo. Hier in dem kaputten Tunnel vielleicht eher nicht. Vielleicht dafür eher auf der Wand hier irgendwo. Oder auch nicht. Vielleicht aber auch hier. Oder vielleicht auch nicht. Pferdchen. Haha. Das ist jetzt wieder die Frage, ne? Ah, da bin ich jetzt weiter drüben. Das muss weiter da drüben sein. Denke ich mal. Da wäre auch ein schönes Versteck für sowas gewesen. Bombe, Bombe. Au. Voll in den Arsch. Aui. Ich sollte vielleicht ein Stück weiter weg, aber... Ich habe immer das Gefühl, dass wir hier gar nicht mal so falsch sind. Aber ich glaube. Ja, noch eine oder was? Alter, hört's auf mit dem Dreck. Da unten wird es wohl nicht sein, oder? Naja, kann auch sein. Könnte auch sein, ne?
Licht, warum ist das Licht aus? Oje, oje. Verflixt. Das ist jetzt natürlich nicht so klasse. Warte mal. Ich glaube, ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Fürchte ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da oben sein könnte. Ja, meinst du? Dann ist gut. Wenn du das sagst, Edda, dann glaube ich dir. Fü. Hier wird schon zu weit sein, glaube ich. Oder? Hier wird es nicht mehr stimmen, denke ich mal. Das wird, denke ich, schon draußen irgendwo sein. Oder? Ich denke schon. Mist, verdammter. Mist, 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 Mist. Ja, ich denke schon. Ich fürchte schon, dass es da unten sein wird irgendwo. Irgendwo und nirgends. Mist. Das dauert jetzt doch länger, als ich gedacht hatte. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Hier sind wir, jawohl, wie immer. Und wo ist das Symbol? Es ist nämlich nicht hier. Ich werde es, glaube ich... Soll ich nochmal cutten? Ich glaube, ich cut's nochmal. ist ein bisschen ein Fleckerlteppich heute der Part, aber... Was soll ich machen? So habe ich wenigstens Zeit zum Suchen. Und wir können das hier heute noch zu Ende bringen. Na gut, ihr Lieben, wir hören uns dann gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. So, wir waren doch schon mehrmals bei diesem Platz hier, ne? Mit diesem Pferdchenkarussell und so weiter. Und da oben, da ist ein schönes Haus. Da gehen wir hin. Und zwar gehen wir ganz rauf. Ganz, ganz rauf. All die Treppen rauf. Und dort oben ist unser nächster Hinweis. Und zwar hier. An der Wand. Na, wir sind jetzt ganz oben. Man sieht hier ein bisschen, ne, das Schloss und so. Und hier haben wir das Ganze. So, wieder aussteigen. Und aktivieren. Das sind alle 10 Hinweise. Sollte zurück zu Tiara. Mal sehen, ob sie was damit anfangen kann. So ist es. Was wir auch sofort nichts tun werden. Dann haben wir den, das Quest hier. Das Quest haben wir gleich erledigt. Das Quest. Die Quest haben wir dann gleich erledigt und ja, dann passt das schon so. Bam, 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 bam. Dam, 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 dam. Bau, bau. Die Hose, die sie anhat, die schaut ja cool aus, oder? Das Einzige an dem ganzen Gestell. Ja, und die Schuhe vielleicht. Typisch Frau. Schaut nur auf Schuhe. In der Tat habe ich tatsächlich, ich glaube, 3 Paar Schuhe, mehr nicht. Also ich falle komplett aus dem Klischee. Shoppen ist nicht meine Leidenschaft. Außer wenn es um meine Farbmäuschen geht. Wenn ich mir was Liebes, Nettes für meine Lieben aussuche. Und wenn es um Videospiele geht. Ja, hallo meine Gute, wir haben Nachrichten. Ich habe alle versteckten Corkis gefunden. Jeder mit einem Buchstaben. Super, ich schaue mir die Buchstaben mal an.
Tja, jeder, der so oft Werbeartikel von Nuka-Cola gesehen hat wie ich, wäre da schnell drauf gekommen. Die Buchstaben ergeben das Wort refreshing, also erfrischend. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Und was jetzt? Sarkastisch. Das ist ein Vergnügungspark. Bezahlung verlangen. Na, was machen wir jetzt? Benutzen wir den Code? Die Tür müsste zu Brad Burtons Büro führen. Aber sie ist verschlossen. Man kann sie nur mit Hilfe des Tastenfelds öffnen. Ich denke, wir müssen nur die 10 Ziffern eingeben, die das Wort Refreshing ergeben. Du hast die ganzen Corky-Hinweise gefunden. Also solltest du auch den Code eingeben dürfen. Danke. Dann machen wir das, ne? Das wär's. Die Tür ist offen. Gehen wir rein. Juhu! Dann gehen wir rein. Das ist halt sau viel Überlänge. Es tut mir schon mal wahnsinnig leid dafür. Von ganzem Herzen leid. Hier gibt es bestimmt einige Überraschungen. Und die sind sicher gut versteckt. Sicher? Das heißt, es geht nicht so schnell, wie ich gehofft hatte? Soll ich gleich meine Buffen rausholen? Was haben wir da? War's das schon? Corky-Haufen. Durchsuche das Büro. Okay. Ein Büro. Oh. Wo ist das Büro? Das soll das Büro sein? Ist das hier? Ich habe, glaube ich, den Müllkübel umgedreht. Da, rein mit dir. Unterm Tisch. Ja, genau. Und reingetreten. So muss das sein. geschlossen, geschlossen, geschlossen. Mailsystem. Ach, du Heilige. Ausgehend, eingehend, ausgehend, eingehend. Gut. Das geht sie, glaube ich, nicht mehr so recht aus. Verdammt. Ich werde, ich glaube, ich werde halbwegs schneiden müssen. Was haben wir denn da? Angiles, Glees, Mainscrow, Voltec-Abteilung für Spezialprojekte. Oh ja, das dauert wirklich lang. Ich möchte Ihnen hiermit für Ihre Arbeit an meinem privaten Refugium danken. Mit der Installation des Kontrollschalters ist nun endlich alles abgeschlossen. Eine amüsante Anekdote über den letzten Tag noch am Rande. Die Techniker wollten wissen, wo der Schalter eingebaut werden soll. Natürlich versteckt, aber wo? Dann kam mir ein Gedanke. Er sollte sich in der Nähe meiner bedeutendsten Kreation befinden, der Grundlage für meinen Erfolg. Das war doch wohl eine grandiose Idee, oder? Danke für alles, Glees. Das Geld habe ich Ihnen bereits überwiesen. Aha. Ich denke, ich werde aus dem Party einen Zweiteiler machen. Aber das wird sich auch nicht ganz ausgehen, denke ich, ne? Eingehend? Ich hätte von unten her anfangen sollen, ne? Brayton Huxley. Assistenz der Geschäftsleitung. Sir. Wie angefordert, habe ich Ihren Terminplan für die zweite Jahreshälfte vollständig freigeräumt. Ich kann Ihnen versichern, das war keine einfache Aufgabe. Außerdem wurde ihre die Krankenakte zu Braxtons Team übertragen. Danach habe ich alle Sicherungskopien vernichtet. Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, was ich für Sie tue, Sir. Wenn Sie dieses Verfahren durchlaufen, können Sie vielleicht nie wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Wir können da sicherlich Lösungen finden, aber Ihre Präsenz ist seit der Gründung die treibende Kraft hinter der Nuka-Cola Corporation. Und ich glaube, es wäre ein großer Verlust, wenn sich dies ändern würde. Einen Zweiteiler machen. Ich glaube, ich werde das Ganze mal ein bisschen so zusammenschneiden. Das ist dann jetzt schon viel später, nachdem ich das gemacht habe, damit ihr das auch quasi mitbekommt, warum ich das getan habe. Ich werde das Ganze versuchen, so zusammenzuschneiden, es wird ein bisschen ein verhunzter Part, dass ich das Ganze hier zeitlich ein bisschen ausgeht mit wahrscheinlich 10 Minuten Überlänge. Nur mal jetzt am Rande zur Erklärung und dann haben wir das Ganze geschafft und fertig. Ich werde das Rumgehatsche, das Gesuche, werde ich ein bisschen schnippeln
und werde einfach versuchen, von einem gefundenen Objekt zum nächsten zu hüpfen. So ungefähr. Na gut, dann noch die Mails fertig lesen und dann geht's schon weiter. Ausgehend. Brayton Huxley, Assistenz der Geschäftsleitung. Ich habe über Ihren Vorschlag nachgedacht, die Galactic Zone zu schließen, um den Star-Control-Zentralrechner und seine Roboter zu überholen. Und muss sagen, dass ich erstaunt bin. Wenn ich Ihnen eines beigebracht habe, dann das. Wir geben niemals auf, ganz gleich wie schwierig es auch wird. Sagen Sie dem dortigen Leiter, dass er sich reinknien und mit dem zurechtkommen soll, was er hat. Toll. Bravo, das hat dann zu der Sauerei und Katastrophe geführt, ne? Ich habe schon Milliarden in den Park gesteckt und werde nicht dabei zusehen, wie sie versickern, weil wir die Pforten schließen. Und was die Entwaffnung der Roboter im Park angeht, hören Sie von mir ebenfalls kein Nein. Wenn es in Nuka World zu Problemen kommt, haben wir nur diese Robotertruppe als Schutz. Die Zusammenarbeit mit Robco war die einzige Möglichkeit, diese Art von Waffen außerhalb eines Militärstützpunktes zu erhalten. Ja, großartig, super! Da fühlt man sich als Besucher gleich viel sicherer. Also schlucken Sie die Kröte und bringen Sie, wie auch immer er heißt, seinen Arsch in Bewegung zu setzen und das Problem zu lösen. Jawohl, so wird das gelöst. So macht man das. Eingehende Mail. Von LP Sheldon. Sicherheitsabteilung. Sir, wie angefordert habe ich das gesamte Sicherheitspersonal von unseren Problemen mit dieser AFAD-Gruppe in Kenntnis gesetzt. Wir tun unser Bestes, um sie von Safari Adventure möglichst fernzuhalten. Sind jedoch unterbesetzt. Ich brauche jeden Mann und jede Frau, die ich kriegen kann. Allerdings haben sie 12 meiner Leute Projekt Kobalt zugewiesen, und zwar bisher ersatzlos. Ich weiß jede Hilfe zu schätzen, Sir. Einen schönen Tag noch. Ja, der arme Kerl hier. Ausgehend, Brayton Huxley, Assistent der Geschäftsleitung. Ich habe mir die Einzelheiten zum Verstecker Kroki Wettbewerb durchgelesen und hätte da noch eine Frage. Muss ich die Gewinner wirklich persönlich in meinem Büro empfangen? Falls ja, haben Sie bedacht, wie sich Projekt Kobalt darauf auswirken könnte? Ich bin erst einmal dabei. Jawohl. Allerdings müssen wir uns nach dem Abschluss meines Transfers noch einmal mit diesem Problem befassen. Davon ab werde ich Ihnen diese Woche noch meine restliche Anmerkung und Änderungen schicken. Ich war zu sehr mit Projekt Kobalt beschäftigt und habe es auf jeden Fall viel zu lange aufgeschoben. Keine Sorge, Brayton, falls es doch noch länger dauert, können Sie dem Marketing-Team sagen, dass Sie mich mit Fackeln und Mistgabeln jagen sollen. Ja, das ist kein guter Vorschlag, Menschen machen das. Kate Levity. Abteilung für Getränkespezialisten. Sir, ich weiß Ihren Enthusiasmus über die Idee des Quantum-Getränks zu schätzen. Glaube aber wirklich, dass wir vor der Markteinführung noch weitere Tests durchführen sollten. Das von uns verwendete Isotop ist Strontium 90 und damit hoch radioaktiv. Ich hab's ja gewusst, dass das Zeug nicht gesund ist. Für die Anwendung des Militärs ist es perfekt geeignet. Doch selbst mit Rex Destillation zur Reinigung kann es noch gefährlich sein. Ich weiß ja, dass die hellblaue Flasche in den Regalen toll aussehen werden und wir mit diesem Produkt eine Menge Geld machen dürften, aber denken Sie bitte auch an die möglichen Langzeitwirkungen. Wir wissen bereits, dass es den Urin der Person, die es trinkt, leuchten lässt. Das macht ja nichts, ist ja mal was Cooles, ey. Und obwohl manche Kollegen im Getränkespezialistenlabor das amüsant finden, habe ich doch gesagt, na, ist doch klar, werde ich beunruhigt, wenn so etwas aus meinem Körper käme. Voll gestört. Ich würde gerne eine ganze Reihe von Tests durchführen, bevor wir das Produkt auf den Testmarkt Washington DC bringen. Ich bitte Sie nur um eine 6- bis 8-monatige Verlängerung und erwarte Ihre Antwort.
Das kann ich dir sagen, was du da bekommst, nämlich fick dich ins Knie. Ausgehend, Bradley Huxley, Assistenz der Geschäftsleitung, die als Nuka-Beileidsbekundung an die Angehörige unserer Geschmackstester des früheren Quantum-Prototyps verschickten Obst- und Käsekörbe haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Großartige Idee! Das Kleingedruckte mit der Verzichtsklausel wegen möglicher Gesundheitsschäden, das Sie vorher unterzeichnet haben, fand ich aber noch viel besser. Dadurch dürften wir Milliarden eingespart haben. Sie sind in Höchstform, Peyton. Und manchmal sitzen Sie ja eines Tages auch mal im Chefsessel. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem funkelnagelneuen Quantum Blue Corvette. Der seit heute Morgen in ihrer Einfahrt steht. Corvega? Corvega, sagt man so. Ich kenne mich mit Automarken nicht so gut aus. Corvega? Sehr? So? Hm? Ihr wurscht. Sie haben ihn sich verdient. Na bravo. Gekündigt aus meiner Sicht. So. Also. Wir brauchen hier benutzen. Was haben wir da? Nuka-Cola Raum. Nehmen. Ah, Wiedergabe. Nuka-Cola Gewinnspielflyer. Mhm. Ja, vielleicht gewinnen wir noch. Na, Spaß. Verflixt. Ich wünschte, ich... Scheißendreck. Diverses war es jetzt, ne? Aber wie finde ich das jetzt an mit Nuka-Cola? Nuka-Cola mit NK... N... Nunani. Nuka-Berry. Rezept. Marke, Ticket. Raum, da ist er. Was die Produktion von Nuka-Cola Clear angeht... Ich glaube, es ist klar, dass wir hier mit etwas Abstand die Fakten bewerten sollten. Projekt Kobalt hat uns Quantum gebracht. Ich denke, wir sollten ihr Marktpotenzial nutzen, bevor es jemand anderes tut. Außerdem wäre es ziemlich teuer, beide Geschmacksrichtungen in die Produktion aufzunehmen. Das Geld würde ich lieber für Quantum-Werbung nutzen. Schön, schön. Fertig? Ich hab's gewusst, dass das nichts Hund sein kann. Versteckt. Brad Burton hätte sie niemals offen liegen lassen. Nein. Ich glaube, der Schalter wird hier irgendwo sein. Vielleicht die Nase? Das Auge? Irgendwo mit Sherry Cola. Zu glauben, dass ich wirklich hier bin. Ich brauch Licht. Er sagte doch, es ist dort versteckt, mit dem er groß geworden ist. Hätte echt gedacht, die Statue hier wäre es, aber dem schaut nicht so aus. Herrschaftszeiten. Wir müssen was wir suchen, dürfte nicht leicht zu finden sein. Sieh dir den Ort hier nur mal an. Der hört sich an wie Mickey Mouse im Hintergrund, ne? Da, ich sehe ihn. Hier ist der Schalter. Schau dir das an. Mr. Brad Burton. Sie waren ganz schön verschlafen. Ja, ja. So, haben wir schon gefunden. Das war jetzt einfach. Jawohl, bitte weiter. Oh, das wird ein verdammt langer Bart. Aber ich schneide das alles schön zusammen. Es wird wirklich ein verhunzter Bart, aber trotzdem geht sich das aus. Hä? Jetzt sind wir hier in einer Vault. Aber jetzt nicht der Ernst. Danke. Und im schlimmsten Fall, ich glaube, das geht sich mittlerweile schon aus, dass ich einen zweiten Part draus machen kann. Ich muss das dann schauen. Ich schaue mir das ganz verlässlich an. Ja, die leuchtet schon mal wieder voll entgegen, ne? Ich schaue mir das dann beim Schneiden genauer an. Wenn es sich zeitlich ausgeht, mache ich einen zweiten Part draus. Ansonsten mache ich einen draus, der halt verschnipselt ist. Ich schau mal. Ich schau mal. Ja, Edda, bist du hier, meine Gute? Du müsstest mir bitte schleppen helfen. Irgendwie ist sie weg. Formel muss hinter der Tür typisch. Da sein. Wahrscheinlich. Das sieht echt interessant aus. Komm. Was zum Teufel? Das ist mal ein schönes Auto. Was um alles? Voll erhalten. Warte. Nein, das kann nicht sein. Das ist John Rappel. Oder
Bitte was? Wer bist du? Ich habe schon so lange kein echtes Gesicht mehr gesehen. Ich hatte alle Hoffnung verloren. Oh mein Gott. Es lebt. Er lebt? Mein Name ist Sierra, Sir. Ich bin Ihre größte Bewunderin. Ich liebe Nuka-Cola mehr als alles andere. Was für eine Ehre. Du da, mit dem Pip-Boy. Was tust du hier? Was ist denn geschehen? Ich bin bei Sierra. Ich habe den Wettbewerb gewonnen. Ja, das ist doch ein Witz. Was ist denn passiert? Wir sind mit dem Code des Preisausschreibens reingekommen. Was ist passiert? Ich bin einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, obwohl ich es damals schon wusste. Das hatte General Braxton die ganze Zeit geplant. Verdammt! Er nannte es Projekt Kobalt. Im Austausch gegen meine Waffenpläne sollte ich Zugang zu lebensverlängernder Technologie bekommen. Na toll. Ich bin so ein Idiot, dass ich ihm geglaubt habe. Er hat mir nie gesagt, dass dies hier der Preis dafür wäre. General Braxton? Sarkastisch, tut mir wirklich leid. Du wurdest reingelegt. Na, General Braxton? General Braxton. Er war ein hohes Tier in der Abteilung Waffen und Materialien des Forschungslabors der Armee. Er hatte großes Interesse an meiner Forschung zur Quantenmechanik und bot mir einen Handel an. Für meine Hilfe bei einem streng geheimen Waffenprojekt erhielt ich Zugang zu einem experimentellen Verfahren, das mein Leben künstlich verlängern sollte. Ich, Dummkopf, bin sofort darauf eingegangen. Für meine Kurzsichtigkeit habe ich auf jeden Fall bezahlt. Eine Waffe? Nicht zu fassen. Warum sollte ein Genie, das der Welt so viel Freude bereitet hat, sowas Zerstörerisches erfinden? Ein Genie ist rastlos. Es muss wachsen, neue Herausforderungen suchen und Grenzen testen. Ja, deshalb eine Waffe. Es sollte eine quantenoptimierte Variante des tragbaren Standardsprengkopfs sein. Die Prototypen befinden sich sogar in dieser Kammer. Du kannst sie haben, unter einer Bedingung. Ich will, dass du die Maschine abschaltest, die mich am Leben hält. Ich will sterben. Was? Nein! Bist du sicher? Sarkastisch. Das kann ich nachempfinden. Das klingt extrem. Bist du sicher, dass du sterben willst? Ich hatte genügend Zeit, darüber nachzudenken. Du kannst ihn nicht töten. Er ist ein großer Mann. Er hat Nuka-Cola erfunden. Das Beste auf der Welt. Junge Dame, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Qual es ist, hier allein zu sein und jahrelang dieselbe Wand anzustarren. Also halt bitte den Mund, während ich mit der rational denkenden Person rede. Mir ist klar, dass das nicht einfach ist, aber für dich springt auch was dabei raus. Wenn der Strom abgeschaltet ist, öffnet sich die Tür zum Tresorraum automatisch. Bedien dich, mir ist das alles egal. Also, bitte, befrei mich endlich. Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Warte. Ich habe eine Idee. Mr. Bradburton will sterben, weil er einsam ist, richtig? Naja, ich könnte bei ihm bleiben, ihm Gesellschaft leisten und mit ihm reden. Er ist schließlich sowas wie ein Held für mich. Was ist für mich drin? Ich will diesen Prototyp. Da ist was dran. Keine Chance, da ist aber was dran. Schon. Aber ich will eine Entschädigung für die experimentelle Munition. Ich habe eine Sache, die dich interessieren könnte. Ich habe einen Nuka-Cola-Anzug aus einer Sonderkollektion. Der ist echt schick. Und es wurden nur wenige davon hergestellt. Er ist einer meiner größten Schätze. Aber ich wäre bereit, ihn dir zu überlassen. Ein Nuka-Cola-Anzug? Das ist armselig im Vergleich zu dem, was ich dir anbiete. Deine Entscheidung. Aber ich bitte dich, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Niemand sonst kann mir helfen. Ich würde es nicht aushalten als eingefrorener Kopf, so ganz ohne Nuka-Cola. Nein. Was soll man tun? Ich meine, ich sehe es nicht ein, warum ich den Kopf hier leiden lassen sollte.
Ich bin so eine brutale alte Mistkuh. Kannst du dir vorstellen, jahrhundertelang so gefallen. Es tut mir auch für dich leid, aber du kannst dir seinen leblosen Kopf anschauen. Ich werde ihm den Gnadenstoß versetzen. Also, hast du dich entschieden? Ja. Wenn Sira bei dir bleibt, ich weiß es noch nicht. Ich nehme Sira das Angebot an. Ich schalte die Energie ab. Was wenn sie bei dir bleibt. Das Angebot, dir Gesellschaft zu leisten, würde das helfen? Ihre Bewunderung schmeichelt mir zwar, aber ich bin so müde. Das ist mit Worten kaum zu beschreiben. Ich habe schon viel zu lange gelebt und bin bereit für den nächsten Schritt. Ich warte auf deine Entscheidung. Na gut, dann drehen wir ab. Ich schalte die Energie ab. Danke. Jetzt mach bitte weiter. Ich bin bereit. Ich bin schon sehr, sehr lange bereit. Bitte, denk gut nach. Fälle keine voreilige Entscheidung. Na, das machen wir schon. Wo kann ich das jetzt abschalten? Strom? Aus? Da? Bist du der Stromkasten? Ich glaube. Na dann, tschüss. Unfassbar, dass ein kluger Mann wie Mr. Bradburton geglaubt hat, dass er immer leben kann. Er hatte wohl Angst vor dem Alter. Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier alles? Atombombenwerfer. Nuka Atombombenwerfer. Ja, Plasmapistole. Was haben wir da noch? Zigarettenkiste. Zigarrenkiste war das, oder? Ui, da ist ein bisschen Klumpert versteckt. Das, versteckt nicht, aber... Ja, Nuka Cola halt. Verschiedene Sorten. Da und hier und das nehmen wir mit. Und die Atombömmchen natürlich. Und einen Brandon Safe Schlüssel nehmen wir mit. Und das Rezept. Gib Sira das Nuka-Cola-Rezept. Du wolltest das Nuka-Cola-Rezept? Hier ist es. Es war also wirklich hier. Vielen Dank. Aber verziehen habe ich dir noch nicht. Du hast den Mann umgebracht, der mein größter Held war. Der die Softdrink-Branche revolutioniert. Und Millionen Menschen zum Lachen gebracht hat. Wer bist du, dass du hier einfach reinmarschierst und alles kaputt machst? Was war das Beste für ihn? Ich habe ihn befreit. Es war seine Entscheidung. Du bist egoistisch. Ja, eigentlich schon. Sie ist eine Mistkuh. Tut mir leid, aber was war das Beste für ihn? Du bist enttäuscht, Sierra. Aber frag dich mal, was wäre das Beste für ihn gewesen? Tja, vielleicht hast du recht. Ich habe nicht genug über seine Gefühle nachgedacht. Es ist nur, ich hätte mir nie träumen lassen, jemals mit Mr. Bradburton persönlich sprechen zu können. So eine Gelegenheit zu bekommen. Und dann wird sie einem weggeschnappt. Das war hart. Trotzdem werde ich nicht vergessen, dass ich einen tollen Augenblick lang den Mann getroffen habe, der Nuka-Cola erfunden hat. Das werde ich nie vergessen. Nie im Leben. Und ohne deine Hilfe wäre das nicht passiert. Danke. Geht ja. Formel einsetzen. Das war interessant. Gerne doch. Bedank dich mit Kronkorken. Was machst du mit der Formel? Wenn du das Nuka-Cola-Rezept hast, was willst du damit machen? Ich bin zwar keine Chemikerin, aber vielleicht versuche ich zum Spaß mal ein paar Flaschen herzustellen. Und wenn das nicht klappt, habe ich immerhin ein neues Herzstück für meine Sammlung. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber du hast sehr viel mehr als deine Pflicht getan. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Mal sehen, was ich sonst noch finden kann. Wenn ich hier fertig bin, brauche ich bestimmt ein größeres Haus für mein Nuka-Cola-Museum. Ja. Jetzt braucht man eh quasi keine Miete mehr zahlen und so. Jetzt wird das, denke ich, mal schneller gehen. Besser und was weiß ich was alles. So, das nehmen wir auch alles mit. Der arme Kerl, echt. Das ist unglaublich, aber tut mir leid. Ich meine, siehe, es ist brutal, jemandem das Leben zu nehmen, aber ganz ehrlich, das ist doch kein Leben. Kann man das kaputt schlagen? Länger mit Bradburton reden können, bevor du die Energie Schuss. Hey. Edda, halt. Stopp. Bitte handeln. Ja. Ich werde jetzt die Vitrine nicht kaputt hauen, nur wegen die paar Nuka-Cola-Geschichteln. Mach ich jetzt nicht. Mag ich nicht. Da. So, das kannst du auch dabei haben. Und das und das und...
Wie viel Schaden macht das? Alter, 403? Habe ich das gerade richtig gesehen? Gauss-Gewehr. Jö. Ich glaube, ich werde es trotzdem einmal der lieben Edda geben. So, das müsste passen. So, jetzt können wir abhauen. Endlich. Wir haben es geschafft. Ich glaube, es ist auch von der Bartlänge, weil was ich hier so grob sehe, geht es sich, glaube ich, doch mit zwei Parts aus. Tut mir leid, dass ich dann zwischendrin mich nicht verabschiedet habe und euch willkommen geheißen habe. Das sind gerade besondere Umstände, sage ich mal. Dann haben wir hier quasi zwei Parts. Ist ja auch nicht schlecht. So, ich glaube, das zahlt sich dann aus. Wir hauen hier noch ganz fix ab. Wo ist hier... Warte, geht's hier raus? Kann ich hier? Nö. Oder? Das müsst ihr euch eigentlich wegreißen können, oder? Na. Wurscht, brauchen wir das. Raus hier. So, jetzt haben wir die Quest auch geschafft. Perfekt. Mit einer komischen Wendung des Ganzen, aber ja. Wer sich mit dem Teufel einlässt, ne, da kann allerhand Sachen passieren. Na gut. So, aber krass, ne, wenn du denkst, irgendwie, wie weit hier im Spiel die Technik ist und so, ne, dass du einfach mal... Ich muss schon irgendwie an Futurama denken, oder? War das nicht... Das ist dort, ne? Wo die Köpfe da so mit einem sprechen, ne? Na fein. Okay, ihr Lieben. Ihr habt es überstanden. Es hat lang gedauert, aber wir haben es jetzt wir haben es doch hinbekommen. Ich werde dann somit meine Fails auch drinnen lassen. Also schon mal vielen lieben Dank für all eure Kommentare. Und natürlich vielen lieben Dank fürs Durchhalten und fürs Mitmachen und dabei sein. Gut, ihr Lieben, das war's dann leider wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!